Herzlich willkommen bei Swiss Survival Training. Mein Name ist John Salutz und ich bin hauptberuflicher Überlebenstrainer. Ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit Krisen- und Katastrophensituationen, wie man sich da am besten vorbereitet. Und in diesem Video möchte ich über den bevorstehenden Blackout sprechen. Es freut mich, dass du Eigeninitiative und Eigenverantwortung für dich und deine Familie übernimmst. Als erstes ist es wichtig zu wissen, dass die Klimaverhältnisse, sprich die Jahreszeit, sehr, sehr essentiell ist für die Vorbereitung für einen Stromausfall. Und auch zu bedenken, wann wird wohl ein Stromausfall passieren, und das ist meistens im Winter. Im Winter haben wir das zusätzliche Problem von der Kälte, gerade in unseren Breitengraden haben wir im Winter wesentlich mehr zu leisten, wenn wir uns für einen Blackout vorbereiten möchten, als wenn es im Sommer ist, schön warm und wir dementsprechend die Kälte nicht als Feind haben. Was ist überhaupt ein Blackout und warum spricht man vom Winter und dem Blackout? Ein Blackout ist ein großflächiger, zum Beispiel ein Land- oder sogar über Länder übergreifender Stromausfall, der längere Zeit andauert. Wie lange ein Blackout standhält, das weiß man nie genau. Deswegen macht es Sinn, dass man sicher vom Schlimmsten ausgeht. Im Vergleich zu einem Stromausfall, der kann punktuell sein, das kann ein Haus betreffen, das kann eine Wohnung betreffen, das kann aber auch ein Dorf oder eine ganze Region betreffen. Das ist etwas, was man abklären muss, sobald man in dieser Situation ist. Handelt es sich um einen Stromausfall oder handelt es sich tatsächlich um einen Blackout? Warum im Winter? Das Problem ist, unser Stromnetz ist relativ fragil, gerade in der Hardware, weil es wurde an allen Ecken und Enden etwas gespart. Und da wir von verschiedenen anderen Ländern abhängig sind mit diesem Stromnetz, kann es sein, dass wenn in Italien, Deutschland, wo auch immer, irgendwo ein Blackout passiert, dass das die anderen Länder mitreißt. In der kalten Jahreszeit wird das Licht weniger von der Natur her und dementsprechend brauchen wir schneller oder früher Elektrizität, um unsere Städte, Wohnungen, Büros, was auch immer zu beleuchten. Dann brauchen wir mehr Strom für die Heizung, weil die meisten Heizungen, außer wenn man jetzt noch altherkömmlich mit einem Kachelofen heizt, braucht man Strom in der Regulierung der Heizung und so weiter. Also das ist gekoppelt. Unser Stromnetz allgemein in Europa ist relativ fragil. Das heißt, es muss immer so viel Strom geliefert werden, wie auch gerade verbraucht wird. Gibt es da zu große Schwankungen, stürzt das Netz zusammen, respektive die Versorgung wird unterbrochen und das führt unter Umständen zu einem Blackout. Hinzu kommt, dass die ganzen Hardware-Teile vom Stromversorgungsnetz nicht so gewartet worden sind, wie man sie warten hätte können, weil das Problem bei diesen alten Leitungen ist, wir brauchen immer mehr Strom, aber die Leitungen sind dementsprechend nicht mehr so leistungsfähig. Gerade in unseren Nachbarländern hat man da gerade mit den längeren Überlandleitungen leider etwas verschlafen und das ist nun ein Risiko, das so schnell wie möglich behoben werden sollte. Aber wie wir wissen, sobald es um Geld geht, ja, schaut man eher mal zuerst für sich und nicht für das ganze System. Was ist denn alles beeinträchtigt bei einem Blackout? Das fängt ganz einfach mal beim Licht an. Also das heißt, wenn ein Blackout passieren würde in der Nacht, ist alles stockdunkel. Wenn ihr in einem Bürokomplex seid, werden die ganzen Computer, Licht und so weiter alles nicht mehr funktionieren. Wenn ihr in einem Hochhaus seid, wo das Wasser noch mit einer Pumpe in die oberen Stockwerke gepumpt wird, wird es auch kurzfristig sicher kein Wasser geben. Wenn ihr auch die Toilette benutzt, geht das einmal, bis der Spülkasten leer ist und dann ist fertig. Wenn ihr auf dem Weg nach Hause seid und ein Blackout eintrifft und euer Tank gerade nicht mehr so voll ist, wie er sein sollte, und ihr an eine Tankstelle anfährt, wird es nicht möglich sein, die Zapfsäule zu bedienen, weil die meisten Tankstellen haben kein Notstromaggregat. Das Benzin wird nicht nach oben gepumpt und dementsprechend könnt ihr natürlich weder das Benzin oder den Diesel in euer Fahrzeug reinpumpen. Geschweige denn, die Bezahlmöglichkeit ist auch unterbrochen, da die meisten Kassensysteme Strom brauchen, die wenigsten Menschen heute Bargeld auf sich tragen, also wird das schon mal ein großes Problem werden.
Dann die Supermärkte werden immediately geschlossen, denn das Problem ist, gerade in einem Supermarkt, der relativ groß ist, hat es in der Regel keine Fenster und die Schiebetüren gehen elektrisch auf und zu, die Kassensysteme, wie schon erwähnt, werden natürlich dementsprechend auch nicht mehr funktionieren. Selbst wenn ihr noch Bargeld habt, die Kassensysteme brauchen Strom, damit sie auf- und zugehen. Wenn ihr in so einer Blackout-Situation noch schnell an den Bankomat rennen möchtet, um eben Bargeld zu beziehen, weil die Kartensysteme nicht mehr funktionieren, habt ihr leider auch zu spät gehandelt, denn alle Bankomate, wie ihr die kennt, sind natürlich elektronisch und dementsprechend stromabhängig. Tja, was machst du nun, wenn so ein Blackout eintrifft? Es kommt gerade in dieser Situation darauf an, wo du im Moment steckst. Wenn du zum Beispiel auf dem Heimweg bist, im Zug oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die mit Strom funktionieren, hast du natürlich das Problem, dass diese nicht mehr weiterfahren. Wenn du im Büro bist, musst du den Weg von deinem Büro bis nach Hause gewährleisten und je nachdem, wie du halt unterwegs bist, kann das ein bisschen problematisch sein. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, sei vorsichtig, denn das ganze Ampelsystem wird ausfallen und dementsprechend ist natürlich die Unfallgefahr erhöht. Ich empfehle dir da Nebenstraßen zu nutzen, damit du sicher nach Hause kommst. Wenn du bereits zu Hause bist, ist es natürlich als erstes meine Empfehlung, Wasser in jegliche Gefäße zu füllen, die du zur Verfügung hast. Das fängt an, wenn du eine Badewanne hast, mach die Badewanne voll, alle Gefäße, Töpfe oder auch den Wasserkocher, Kaffeemaschine, alles was du findest, füll das mit dem Trinkwasser, das du hast, auf, denn wir wissen nicht, wann das nächste Wasser wieder kommt. Alle Aufbereitungsanlagen, gerade bei uns in der Schweiz, sind nicht so eingerichtet, dass sie im längeren Stromausfall noch genügend Kapazität hätten, geschweige denn überhaupt ein Notstromaggregat haben. Viele unserer Reservoire sind in der Höhe, wo das Wasser hochgepumpt wird. Von dort aus wird es dementsprechend durch die Schwerkraft in die verschiedenen Haushalte geleitet. Wenn ihr in einer Stadt lebt, da wird natürlich mit Strom das ganze Wasser in die Stockwerke gepumpt. Auch das ist stromabhängig. Und vor allem auch die Wasseraufbereitung ist an vielen Orten mit einem UV-Licht, das ebenfalls Strom benötigt, gereinigt worden oder trinkbar gemacht worden. Und das fällt natürlich dann auch aus. Da ganz wichtig, seid vorsichtig mit dem Trinkwasser, weil ihr seht nicht, ob das Wasser verschmutzt ist oder eben nicht trinkbar gemacht worden ist durch diese Systeme. Ein ganz wichtiger Hinweis, und das sollte man nicht außer Acht lassen, darüber wird meistens nicht gesprochen. Ihr müsst euch vor einem Blackout mit euren Liebsten, Familie, Verwandten, was auch immer, mit denen, die ihr zu tun haben möchtet, absprechen, was macht ihr im Falle eines Blackouts. Weil es kann ja sein, dass die Kinder in der Schule sind, es kann sein, dass Frau oder Mann irgendwo am Arbeiten ist, einkaufen und so weiter. Was ist, wenn dieses Szenario eintrifft? Wie geht ihr vor? Da macht es natürlich auch Sinn, mit dem Lehrpersonal das bespricht, dass ihr einen Notfallplan hättet im Fall eines Blackouts, damit eure Kinder die Schule verlassen könntet, sofern das euer Plan ist. Was sind die Prioritäten, die du gewährleisten musst in einem Blackout? Die Prioritäten sind folgendermaßen einzuhalten, respektive wenn ihr den Blackout sicher überstehen möchtet, dann ist es von Vorteil, dass sie die Grundbedürfnisse des Menschen, damit er überleben kann, auf diesem Planeten kennt. Und diese möchte ich euch vorstellen. Erste Priorität, Schutz vor dem Klima. Schutz vor dem Klima nenne ich das, weil egal wo ihr seid, ob es jetzt kalt oder heiß ist, müsstet ihr euch unter Umständen vor dieser Witterung schützen. Bei uns werden wir jetzt hauptsächlich auf die Kälte eingehen, weil wie schon erwähnt, es wird natürlich eher einen Stromausfall im Herbst oder im Winter geben. Schutz vor dem Klima heißt in erster Linie mal, wie bekomme ich zu Wärme? Weil die Wärme ist das Essentielle. Es kann sein, dass du unter Umständen 3 Tage ohne Wasser überlebst, 3 Wochen ohne Nahrung, aber unter Umständen keine Nacht, wenn es zu kalt ist. Die zweite Priorität ist Wasser. Wasser ist elementar und Wasser ist nicht so selbstverständlich, wie die meisten Menschen das meinen. Wir brauchen nicht nur Wasser, um unseren Durst zu löschen, sondern wir brauchen es für verschiedene andere Dinge auch.
In erster Linie natürlich, um unseren Flüssigkeitshaushalt auszugleichen in unserem Körper. Aber auch für die erste Priorität ist das Wasser wichtig, denn wenn wir nicht genügend Wasser in unserem Körper haben, kann der Körper die Wärme, die produziert wird vom Körper, nicht in die Extremitäten leiten, in die feinen kleinen Kapillaren, und dementsprechend kriegen wir eher schneller kalte Extremitäten wie Finger, Zehen, Nase, Lippen, Ohren und diese Dinge. So, dementsprechend ist es wichtig, dass wir genug sicheres Trinkwasser in einem Blackout vorrätig haben. Dann die dritte Priorität, Nahrung. Ganz wesentlich natürlich, wir können uns jetzt in einer guten Zeit vor einem Stromausfall gut vorbereiten. In erster Linie, sobald du merkst, dass ein Stromausfall passiert ist, solltest du schauen, dass du deine Familie oder alle diese Menschen, die du um dich haben möchtest oder wo du dich auch jetzt in der Vorbereitung kümmerst, dass du diese Leute erreichst. Respektiv, dass diese Menschen wissen, was ist zu tun, wenn ein Blackout eintrifft. Dass dein Zuhause der zentrale Ort ist, um euch zu treffen, von dem gehe ich mal aus. Wenn ihr natürlich irgendwo eine andere Lokalität habt, wo ich euch trefft, dann werdet ihr einfach diesen Punkt nehmen. Ich werde aber von zu Hause sprechen, weil die meisten Menschen sich in diesem Rahmen bei einem Blackout am besten natürlich zu Hause aufhalten. Schaltet das Radio ein. Im Radio werdet ihr unter Umständen hören, ob es ein flächendeckender Blackout ist, ob er nur lokal ist, ob andere Gemeinden betroffen sind oder nicht. Du kannst natürlich auch schon mit deinem Handy bereits Freunde anrufen oder Verwandte in anderen Gemeinden und sie fragen, hey, habt ihr auch Stromausfall? Damit du ungefähr abtasten kannst, wie groß ist die Misere im Moment. Falls dein Handy nicht funktionieren sollte, das Telefonnetz nicht abrufbar ist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es sich um einen Blackout handelt. Das ist nur mal ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten für die Vorbereitung eines Blackouts. Ich empfehle dir, das weiterführende Video anzusehen und dementsprechend dich gut vorzubereiten. Wir haben von diversen Sicherheitsbehörden, wie sogar vom Polizeichef der Schweiz, schon bereits in den Medien gehört, dass eines der Hauptprobleme, die Sicherheit, die innere Sicherheit, ein großes Thema werden wird, sobald Strom entweder rationiert wird oder sogar zu einem Blackout kommen könnte. Dementsprechend ist es natürlich an euch, euch jetzt vorzubereiten, eure Liebsten zu schützen, und dementsprechend habe ich diese Online-Kursreihe ins Leben gerufen, um euch dort mein Wissen über Jahrzehnte hinweg zu offerieren. Grundsätzlich geht es darum, dass ihr top vorbereitet in einer Krise unterwegs sein könnt. In der Advanced-Version kriegt ihr das volle Paket, und zwar ihr werdet Listen erhalten, Checklisten, ihr werdet Erklärvideos zu den Listen erhalten, zu den einzelnen Elementen und viele weitere Tipps dazu. Ich freue mich, euch zu begleiten in dieser Vorbereitung, und ich wünsche euch natürlich, dass ihr gut durch den Winter kommt und dass es nicht zu einem Blackout kommt. Aber mein Motto, lieber vorsorgen als nachheilen, dementsprechend bereitet euch vor. Eigenverantwortung ist hier gefragt, und das macht ihr bereits jetzt, weil ihr dieses Video seht. Alle weiteren Angaben zu diesem Online-Kurs Blackout sicher durch die Krise findet ihr auf meiner Webseite www.swiss-survival-training.com. Dort werdet ihr das ganze Programm sehen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vorbereiten.